Robot Entertainment. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Test Orcs Must Die. So, dazu stellen wir mal ein neues Charakterprofil. Mir, Sohn. Dazu muss ich sagen, ich habe es noch gar nicht gespielt. Erstes Mal. Und hey! Quietschbunt alles. Noch nur getötet. Ah, das müssen wir natürlich sofort ändern. Gehen wir einfach mal auf Spielen und schauen, was passiert. Kein Freund auf diese Beste ist. Nein. No. Wir machen. Ah, okay. Wir machen mal Kriegsmeister, mittlere Stufe. Und den Korridor. Und keine Verbesserungen. Na gut. Aber wir keine Schädel haben. Verdammt. Ich wusste doch. Ich habe meinen Kopf zu Hause liegen lassen. Na gut. Dann legen wir mal los. Bewegen. Fallen, verkaufen. Springen, Waffen oder Zauber einsetzen. Okay. Ich bin bereit. Beliebige Taste fortfahren. Wo ist die beliebige Taste? Ach, hier. 300 Jahre lang kämpfte ich für den Orden. Ich habe tausende Orks getötet und Dutzende Spalte verteidigt. Und so endet es nun. Ich rutsche auf Koboldblut aus und schlage mir den Schädel an einer Stufe ein. Und die Aufgabe, diese Festung zu verteidigen, fällt an meinen Lehrling. Dann war's das also. Die Welt wird untergehen. Ach Mensch. Nun hängt alles von mir ab. Hab. Ruhe in Frieden, alter Mann. Hab doch ein bisschen mehr Vertrauen zu mir. Das Wichtigste zuerst. Mal sehen, was ein Zauberbuch zu bieten hat. Yeah. Tote looten, das ist ja episch. Okay, B drücken, um Zauberbuch zu öffnen. So, was haben wir denn? Wir haben eine Armbrust. Wir haben einen Klingenstab. Stachelfallen. Und Teerfallen. Na gut. Aha. Ah, wir haben das alles hier belegt. Na gut. Also, wir müssen irgendwas bezahlen. Ah, diese Einheit hier unten. Auf den Boden erzählen muss. Vielleicht mit Gegner. Na gut. Dann schauen wir doch mal. 1, 2, 3, 4. Okay. Wir haben hier. Oh, Bogenschützen. Unterstützung. Mit G können wir die Horde entfesseln. Dann werden wir auf jeden Fall hier mal ein kleines Geschenk für dich. Ja, und für dich auch. Das wird kein bisschen wehtun. Sodale. Das gleich nochmal. Oh, das wird lustig. Und ja. So, dann stellen wir mal um auf. Oh. Ah. Auf den Bogen. Mit links können wir normal schießen. Oh. Oh, mit rechts haben wir diesen Mana-Schuss. Wie ihr links oben seht. Oh, der lädt sich wieder gut ab. Na gut. Kann man die upgraden? Nur verkaufen. Na gut. Leute, macht euch bereit. Wir müssen... ja, dieses blaue Etwas hier verteidigen. Und los geht's. Na kommt schon, na kommt schon. Soll ich euch da helfen oder was? Da kommen sie! So, jetzt stirbt. Oh mein Gott, das ist ein Maschinengewehr. Hier, nimm dies und das und jenes. Yeah. Oh. Da ging doch gerade die Munition aus. So, und dann mal hier, zack, voll rein. Ein Maschinengewehr ist nichts dagegen. Wie? Pause? So, oh mein Gott, schnell einnehmen. Oh. Moment, ich wollte gerade schon, ob ich noch was machen kann. Na, kommt ihr her, kommt ihr her. Panzer!
Oh mein Gott, das ist so viel Gekicke. Haben den Kotzen. Was für eine Sauerei. Halt stehen, geblieben, so. Stirb. Echt brutal. Naja, das ist ja noch nicht so die Herausforderung. Weil der Streuerradius nach der Zeit schon gewaltig groß wird. Aber wenn man sie alle hier durch so einen kleinen Minigun durchschicken kann. Naja. Oh. Lass uns das nochmal machen. Noch eine Welle. Ah, ich sehe schon rechts. 3 von 3 Wellen. Okay. Habe verstanden. Und ich könnte jetzt noch weitere Fallen kaufen, aber. Das lasse ich einfach mal. So. Ich habe schon gesehen, dieser Rechtsklick, der macht einen Flächenschaden, so wie es ausschaut. Verlangsamt sie auch noch. Das ist natürlich ganz besonders gut, wenn sie hier in den Stacheln dann reinlaufen. Also zum Abwehr gehen ist es schon was, beziehungsweise um seine Klickrate zu erhöhen. So, jetzt testen wir einfach mal die Klinge aus. So, au, und auf Boden können wir damit auch umklatschen. Na, komm her. Yeah. Das macht sogar richtig Laune, noch richtig hinterher zu schauen. So. Die MG. Ja, bei so einem Tanz würde ich mich auch übergeben. Sieg, Sieg, Sieg. Ja. Geschafft, Totenköpfe eingesammelt, wir waren gut, wir waren gut. Du hältst eine Pfeilwand. Aha. Das klingt spaßig, möchte ich doch erstmal behaupten. Und bewege das zum Fortfahren drücken. Beliebig. So. Aha. Jetzt, da der alte Mann tot und meine Lehrzeit endlich vorüber ist, kann ich endlich die volle Macht der Spalte nutzen. Für jeden verteidigten Spalt erhalte ich ein neues Spielzeug. Ah. Schön, dass du ein Schild bist. Okay. Dann... Ach Gott, ich drehe mich zu schnell. So. Schauen wir uns doch erstmal um, nachdem mir noch keiner kommt. Oder gebe ich noch keiner. Ne? Okay, also wir haben 2 Tore diesmal. Und wir müssen sie durch diesen Gang durchjagen. Dann schauen wir nochmal, was haben wir hier? Oh, wir können diesmal wieder alles ausfüllen. Gut. Stachelpferde hier. Und diese Pfeilwände diesmal. An Wände platzieren muss nach dem Ausrüsten zurückgesetzt werden. Oh. Okay. Aber ich denke mir mal, wir testen das einfach aus. So. Gehen wir mal in den Baumodus. Aha, die gelten dann komplett. Na gut, das probieren wir nochmal aus. Jetzt überlege ich gerade, soll ich noch eine zweite machen? Nee. Weißt du was? Machen wir es erstmal so. Bei den ultimativen Tod hier. Nochmal. Nochmal. Alles klar. So, lassen wir es jetzt kommen. Danach machen wir nochmal 2 Teergruben hin und machen dann nochmal hier. Diese Pfeile an der Wand. So, und dann legen wir mal los. Kollege, bist du bereit? Okay, du bist bereit. Und go. Und go. Sie brechen durch. So, jetzt da hier. Zack, Schnetzel. Yeehaw.
voll in die Fresse, genau, so muss es sein. So, jetzt gehen wir wieder zurück. So, jetzt bräuchte ich doch Schäger mal ein bisschen einen Drang. Oh. Da sind wir gestorben, aber na gut. Genau, Ritter, heile sie mal kurz auf. Zum Glück haben wir den Kollegen da. Aber wie können wir die hier zurückstellen, bitteschön? Oh, das wird lustig. So. Na, komm schon, komm schon. Ah, das macht sie automatisch, natürlich. Und ich finde es verdammt gut, dass man nicht sterben kann. Dass einem die Feinde selber nichts ausmachen. Na, komm schon. Ah, paralysiert. Bester Kampfmagier aller Zeiten. Okay, wie gesagt, jetzt haben wir hier nochmal einen hin. Weil die doch verdammt stark sind. Und wenn wir schon mal dabei sind. Das wird sich hübsch an dir machen. Verdammt. Das war jetzt natürlich verdammt dumm von mir. Oh. Ja, ich möchte hier was hinbauen. Dankeschön. Wow, wow. So, jetzt hier auf MG Power. Peter, wo bist du? Bist du dir zu fein, mir zu helfen oder was hier? So, haben wir den nochmal verkaufen. Dann setzen wir hier nochmal kurz was Neues hin. Und wird lustig. So. Und haben wir hier noch? Dann, ich überlege jetzt gerade, weil hier. Die können wir eigentlich verkaufen, die beiden. Dafür bauen wir aber hier noch was hin. Das wird klasse. So. Wir haben. Wo war denn? Ja, überall tun. Ja, ist ja gut, Schild des Ordens. Ja, ja, ja. Alles klar. So. Dann lassen wir doch mal die letzte Horde antreten. Jetzt soll er drin. So, dann ordentlich drauf feuern. Na, 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 na. Kommt ihr her? Ich muss schon sagen, in diesen Berggruppen, da haben wir nichts mehr zu lachen danach. So, hier.
das ist ja gar nichts, das ist ja lächerlich. Yeah, fuck yeah. Huh. Wie? Nur zwei Schädel? Aber warum das denn? Och, Gemeinheit. Kavumfass. Ha? Beschreibung. Platziere das Fass vorm Ork, schieß drauf und dann macht's bumm. Okay, ich glaube, das kann ich mir noch merken. Dann schauen wir doch mal. Einmal den Klingenstab auf jeden Fall. Hier. Aber ich glaube, die lassen wir jetzt mal weg, weil... Ja. Wobei, es wäre schon schön, aber ich finde diese Waffen eigentlich besser als das Kapumfass. So. Ein neuer Tag, eine neue Festung, ein neuer Spalt. Was denn? Irgendwie brechen sie immer durch die Türen. Wir sollten etwas dagegen tun. Jetzt bin ich überfragt. Ach, da... Hoppale. Da laufen die hin, okay. Da kommen sie, okay. Ach, hätte man jetzt da runter machen können. Ach, egal. Wir haben 3000, das heißt... Wir bauen nochmal... Wie soll das hin? Hier, das letzte, hier, was du hier. Je sehen wirst. Dann hier. Etwas Feines hier. Für dich. Und nochmal den hier. Und ich würde mal sagen, das ist doch eine gute Ausgangsposition. Aber zuvor stellen wir uns mal hier oben hin. Und Horde, go. So. Ansei. Dann sollten sie in der Brücke sein. So. Wenn sie wehtun, dann habt ihr recht gehabt. Oh. Lasst mich in Ruhe. Fallen sind eine feine Sache. Oh ja, finde ich auch. So. Was soll jetzt noch mehr herkommen, die Bogenschützen? Wir haben nicht mehr so viel zu lachen, wenn sie mal hier durchkommen wollen. Oh verdammt. Jetzt machen wir uns Eck rum. Und da waren sie nicht mehr da. Was? Ich kämpfe nicht, wer nicht. Vielleicht du, wer nicht du. So. Das wird wehtun. Ah, kommt her. Ortkrieger, Feuer. So, Nahangriff. Ah, Pseudo-Nahangriff. Die Mega-Kombo. Na komm schon. Hier. Und man merkt schon, die normalen Bodenfallen reichen nicht aus, um sie richtig zu töten. So, jetzt haben wir noch mal eine. Und da machen wir es einfach. Na? Ah, verkehrten Knopf gedrückt.
Sieht gut aus. So. Und nochmal so. Und noch eine bauen. Na gut, dann ja, einfach mal hier. Und lass die Horde doch anrücken. Ich bin da. Sind da noch Geschütze oder was? Oh, das war zu nah. Oh, komm. So, hier, Mega-Kombo. Irgendwie kriege ich zu langsam oder das Spiel reagiert nicht auf jeden Hit von mir. Ach komm, ihr grün heute hier. Ja. Ihr habt doch gar nichts drauf, Papier. Fangt mich doch. Ja, okay, kommen immer noch mehr. So, hier. Mein Gott, man könnte glauben, hier ist ein Ausverkauf. Ah, hier. Zum Glück machen mir die Fallen nichts aus. Sonst wäre ich bestimmt schon 1 Million Mal gestorben. Noch eine Welle. Okay. Aber davor. Ein kleines aufbauen, Geschenk für aufbauen. Dich. Und für dich auch. Nur für dich. So. Na, komm. So. Haha. Ich bin gespannt, wie weit sie jetzt durchkommen. Ja, nicht ganz so weit. Oh, der hat schon. Tschüss, mach's gut. Oh, was für eine Sauerei. Aber es sieht doch massenhaft Fallen. Funktioniert das doch ganz mal alleine. Oh, was für eine Sauerei. Ja. Puh, ich hätte schon gedacht, da wäre einer gekommen. Sieh mal, ob das passt. Ha, im letzten Moment noch hingebaut. Ach ja, Held sein ist ein schönes Leben. Was für mich zu tun? Ich muss schon sagen, ich liebe die Stacheln. Die sind einfach klasse. Zeit für ein Picknick. So, hier. Oh, ach verdammt. Ganz genau. So geht das. Wie war es gerade noch mit die Welt ist verloren? Wieder 1000 Mal besser als mein Meister hier. Bei ganzen Thronstelle bekomme ich wieder. Oh, die Ecke. Ja. Mein Gott, war das gut. So, und schauen wir mal, ob wir noch eine machen können. Leider nein. Den noch glücklichen Albtraum-Modus freizuschalten. Oh Gott. Wir sehen schon, gibt es noch ein paar andere Waffen. Eine Armbrustschützenstation. Ja. Aber diese Walzwerke, die schauen auch interessant aus. Ob die auch im Boden drin sind. Glühen die Kohlen. Ein Klassiker. Ja. So eine Art Vogelscheuche. Naja. Na gut, dann war es das mit der Demos, wie es ausschaut. Ja, ein, muss schon sagen, kleines spaßiges Spiel. Für zwischendurch. So, zurück zum Spiel, komm jetzt da. Ah, okay, komm jetzt ein bisschen so. Und mit dieser epischen Musik verabschiede ich mich dann auch von diesem jetzt Test. Und wir sehen uns beim nächsten. Macht es gut, tschüss.